Hi Tennus, in diesem Video stelle ich euch einer meiner aktuellen Favoriten in Sachen Sekundärwaffen vor und das ist einmal die Tennessee Kron. Auf jeden Fall, ja, ihr werdet gleich sehen, warum es einer meiner Favoriten ist. Eine richtig starke Waffe auf jeden Fall und ich möchte euch als allererstes eben kurz mal die Standardwerte zeigen. Da haben wir dann ganz einfach Crit-Chance 20%, Crit-Multiplikator 1,8. Ja, Magazin 40 ist eine Laserwaffe, die sich immer wieder auflädt. Werdet ihr gleich nochmal sehen. Nachladen eine Sekunde. Ja, auf jeden Fall schon ziemlich gut hier mit Status drin. Ich habe sie jetzt hier mit Gasschaden, je nachdem, wie man sich die dann erfarmt. Also Hitze hat sie. Wenn ich mich jetzt nicht hundertprozentig vertue, ich meine, ich habe sie damals mit Giftschaden geholt. Ich muss nochmal eben schauen, eben ganz schnell bevor, ja. Bevor ich jetzt was Falsches erzähle, also ich habe sie mir mit Gift hier erfarmt und dann ist ganz einfach, Hitze sieht man, hat sie von alleine. Und dann kommt einfach, ja, die Kombination mit dem Element, was man hat, wäre dann hier jetzt bei mir, ja, Gas, obwohl es gleich auch wieder verschwindet. Aber nix. Ja, desto trotz werde ich euch eben mein Bild zeigen, dann werdet ihr es selber jetzt sehen. Und ja, die Waffe wirklich einfach. Krank sieht man jetzt hier ganz gut auch an den Werten. Ich habe dann einfach nochmal, ja, Pistolen, Pestilenz und Ruck mit draufgepackt, kommen dann hier einfach auf Korrosionshitzeschaden. So spiele ich die im Moment, weil ja meistens spiele ich ganz einfach gegen Veniergegner und deswegen hier definitiv so. Galvanisierter Schuss haben wir nochmal mit drin, plus 80% Statuschance bei Kill, plus 40% Schaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner für 14 Sekunden. Bis zu dreimal stapelbar haben wir dann auch noch mal plus 120% Schaden, die noch mal oben drauf kommen. Dann haben wir noch mal hier kriechender Volltreffer, Crit-Chance, Prime Panzerbrecher, Crit-Schaden 60%, Crit-Chance 3,8, Multiplikator geht dann hoch. Ja, dann natürlich hier noch mal schön auf Mehrfachschuss. Hier auch noch Feuerrate mit drin, tödlicher Schwall und auch galvanisierte Streuung plus 100% Mehrfachschuss. Bei Kill 27,3 Mehrfachschuss für 20 Sekunden bis zu viermal stapelbar. Sowieso die galvanisierten Mods hier einfach mega mit dem, ja, Bonus die ganze Zeit. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal Hornissenstich, nochmal plus 220% Schaden. Ja, und man sieht hier dann die Werte auch, die 120% Statuschance ist ganz einfach, damit die galvanisierte Mod hier nochmal schön die ganze Zeit greift. Ja, und dann kommt nochmal on top hier Arcana. Sekundäre Unerbittlichkeit bei Kill 30% Schaden für 4 Sekunden bis zu 12 mal stapelbar, so, ja, plus 30% Nachladegeschwindigkeit hier auf jeden Fall mega nice, werdet ihr gleich sehen, ist einfach eine, ja, Laserwaffe, die halt sich immer wieder auflädt, plus 100% maximale Munition ist hier sowieso egal, weil ja, die braucht keine Munition, hat hier halt ihr Magazin, aber man sieht, ja, 0,8 Sekunden jetzt zum Nachladen statt die eine Sekunde. Und hier könnte man jetzt noch mal hingehen. Und ja, wenn ihr jetzt hier gegen Gwinier-Gegner, ach, gegen Korpus-Gegner spielt, ganz einfach packt ihr hier Kälte rein und habt dann ganz einfach Hitze-Viroschaden. Geht auch. Gar kein Problem. Ja, dann könnten wir die natürlich noch mal ein bisschen pushen. Ganz einfach einmal dann als Aura-Pistolenverbesserung pushen die Waffe noch mal um 27% und Arcana-Präzision hier auf Rang 3 bei mir. Bei Kopfschuss 80%ige Chance auf nochmal 200% Schaden bei Pistolen für 12 Sekunden. Ja, und jetzt gehen wir doch einfach mal hin und schauen uns wirklich die mal komplett in Action an. Ich zeige mal eben kurz hier schießt. Man sieht, läuft leer. Ja, irgendwann ist dann Feierabend, kommt nichts mehr. Wartet kurz, Waffe lädt sich wieder auf. Ja, und ist wieder komplett bereit. Auf jeden Fall, ja, man sieht jetzt auch. Generell, schaut einfach mal hin, möchte gar nicht so viel erzählen. Auch schön zu sehen ist, erinnert so ein bisschen an der Nuku, wenn ihr mal drauf achtet. Sie geht auch ein bisschen von Gegner zu Gegner, also man trifft da auch ganz einfach mehrere mit und ja, schaut mal, sobald dann das Arcana nochmal greift, also. Man hat hier wirklich das Gefühl, man spielt hier mit der Jägermod und macht hier Schnittprocs. Die machen wir aber hier überhaupt nicht. Sondern die Waffe macht einfach so einen kranken Schaden, wie man hier ganz gut sehen kann. Also da kommt wirklich kaum einfach im Moment eine Sekundärwaffe mit. Und deswegen hier definitiv einer meiner Top-Favoriten. Momentan also. Ja, wirklich, so wie die sich hier durch die Rüstung alles schneidet. Man muss einfach bedenken, wir spielen hier wirklich überhaupt nicht mit irgendwelchen Procs. Schaut euch das Ganze mal an. Also,
Das kleinere Übel ist wirklich, dass man mal hier ab und zu mal kurz warten muss mit dem Schießen, damit die Waffe sich wieder auflädt. Aber also ist überhaupt gar kein Problem. Und auch wenn ich nicht mal jetzt hier top gemoddet gegen Veneer-Gegner hingehe, kann ich mal eben zeigen, wir könnten jetzt im Idealfall hier mit, ach, Veneer, ich meine natürlich Korpus-Gegner, könnten wir jetzt im Idealfall, würden wir jetzt ganz einfach Korrosion mit Virushitze dann austauschen. Aber ja, brauchen wir nicht mal, gerade auch hier in den Gegner Level 180, überhaupt kein Problem. Schaut man mal, also kann man machen, klar, wenn man jetzt hier ideal und top spielen möchte, geht man ganz einfach hin, baut sich da zwei Builds, um nicht die ganze Zeit die eine Mod hier auszutauschen. Aber man sieht, selbst wenn wir dann wirklich gegen Mix-Gegner spielen, ihr wollt oder so, bleiben wir dann wirklich bei Korrosion, Hitze und ja, man sieht dann ganz gut, da reicht dann wirklich schon die Hitze, die sich hier komplett durchfrisst, bei denen überhaupt kein Problem. Ja, was soll man dazu sagen, einfach eine Top-Sekundär-Waffe und kann ich jeden von euch auf jeden Fall nur empfehlen, die sich zu farmen. Könnt ihr dann gerne nochmal schauen, wie man sich die Lich am besten farmt. Aber ich habe für beide, für Korpus und für Gwinier Lichs, beide im Video drin. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mögt. Ja, und ansonsten lasst mir gerne Feedback da und bis zum nächsten Mal.